Diese Woche hat Angela Merkel im Europäischen Parlament das Programm der deutschen Ratspräsidentschaft vorgestellt. Wir haben zum einen leider viele Baustellen aus den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren, die nicht abgearbeitet wurden, zu erledigen, sei es der europäische Haushalt für die nächsten 7 Jahre, seien es die immer noch offenen Fragen im Bereich Asyl und Migration, um nur einige Beispiele zu nennen. Und dann natürlich das riesengroße Thema Corona. Ich merke es in persönlichen Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen, dass viele Bürgerinnen und Bürger Angst haben um ihren Arbeitsplatz, in Kurzarbeit sind oder sogar schon in Arbeitslosigkeit, dass viele Unternehmer vor der Frage stehen, schaffen sie es, ihr Unternehmen durch diese Krise durchzuführen, die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung zu erhalten. Und ich bin überzeugt, wir werden auch in Deutschland nur aus dieser Krise wieder rauskommen, wenn unsere Nachbarn in Europa aus der Krise rauskommen. Wir haben extrem enge wirtschaftliche Verflechtungen. Und von daher wünsche ich mir, dass wir die Kraft haben, diesen europäischen Wiederaufbauplan aufs Gleis zu setzen, dass wir in der Lage sind, auch als Deutsche, auch aus Eigennutz, aber auch aus europäischer Solidarität, jetzt solidarisch zu sein, einen Beitrag zu leisten, dass wir insgesamt gestärkt aus der Krise rauskommen und dass die Europäische Union auch im Wettstreit mit Regionen wie China, den Vereinigten Staaten und anderen in der Lage ist, unsere Zukunft für die nächsten Jahre in ordentlicher Art und Weise zu garantieren. Von daher ein Riesenprogramm. Ich freue mich über Ihre Begleitung und bitte lassen Sie mich wie bisher auch wissen, was können wir besser machen, was sind Ihre Interessen. Über Ihr Feedback und Ihre Anregungen freue ich mich sehr.